die aktuelle Situation, genauso stürmisch wie das Wetter. Wir stehen das erste Mal in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz und treffen heute auf Aufsteiger SV Elversberg. Die sind ganz gut in die Saison gekommen, spielen unbekümmerten Fußball und sind deswegen so erfolgreich. Was mir ein bisschen Mut macht, sind ihre letzten Spiele, denn sie konnten seit 4 Zweitligaspielen in Folge keinen Sieg mehr einfahren. Und bei unserem FC Hansa, wisst ihr es ja selber, warten wir seit 5 Zweitligaspielen auf ein Erfolgserlebnis. Es wäre so wichtig für uns Fans, für die Mannschaft mal wieder Selbstvertrauen zu tanken. Deshalb müssen wir andere Geschütze auffahren. Ich habe mein Ostsee-Fußball-Trikot angezogen von Lars und Bert. Vielleicht bringt uns das ja mal ein Lächeln ins Gesicht und wir können positiv aus dem Ostseestadion rausgehen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird an diesem 19. Spieltag. Und nicht nur sportlich läuft alles anders als gedacht. Nein, unser Vorstandschef Robert Marien musste sich aufgrund gesundheitlicher Probleme eine Auszeit nehmen. Das war eigentlich auch der Kopf von Hansa, ne? Hat uns aus der Scheiße geholt, aus der dritten Liga und braucht jetzt eben diese Auszeit. Da wünschen wir alles Gute, eine gute Genesung, auf dass er dann schnell wieder fit zurückkommt. Und für uns, ja, ein kleiner Dämpfer. Jetzt wird ein Dresdner übernehmen, 2 Dresdner in der Führungsposition. Die werden uns hoffentlich zum Klassenerhalt führen. Und nun stehen wir hier, wie immer, aufs Beste hoffen, dass die Mannschaft den Arsch hochkriegt und sich selber mal belohnt. Es wäre an der Zeit. Wir fahren jetzt ins Ostseestadion. Die Bahn streikt noch dazu. Viele werden wahrscheinlich Probleme bei der Anreise haben. Auf zum Heimsieg. Los geht's. Perfekt zum Sonnenaufgang. Starten wir in den Tag. Mein Frühstück für heute kommt immer ganz gefährlich. Ah, mit dieser Aussicht. Keine Ahnung, ob das was kann. Diese Plörre habe ich im Supermarkt gefunden für ein paar Cent. Damit wir auch wach genug sind, um dieses Spektakel heute zu erleben. Ja, das läuft doch. Wir schippern los zum 19. Spieltag. Wenn die Bahn schon streikt, nimmt man einfach die Fähre. Und es könnte nicht dramatischer sein, wenn wir uns die Tabelle einmal anschauen. Um den Anschluss nicht zu verlieren, sollten wir unbedingt einen Heimsieg einfahren. 3 Punkte wären wichtig. Ihr seht es, Platz 17 mit 17 Punkten. Der Druck steigt. Die anderen Teams entfernen sich immer mehr. Kaiserslautern gestern 4-1 gewonnen gegen Schalke. Boah. Und deswegen wäre es angebracht, einfach mal wieder zu gewinnen. Elversberg auf Platz 10, 25 Punkte, stehen richtig gut da. Sollten sie verlieren, dann könnte man sie ein wenig in den Abstiegskampf ziehen. Es gibt noch viele Spiele und heute muss der erste Schritt gemacht werden, um da unten rauszukommen. Mehr bleibt uns nicht, ne? Einfach hoffen, abwarten, Tee trinken, wie wir die heute schlagen, packen werden. Keine Ahnung. Eine wichtige Personalie kehrt auch zurück. Markus Kolke steht wieder zwischen den Pfosten nach Rotsperre. So ein Leader, Leitwolf, der den Jungs vielleicht mal den nötigen Arschtritt gibt. Angekommen im gefährlichen Gebiet. Ich melde mich gleich wieder, wenn wir ja, am Treffpunkt sind. Und dann geht's ab nach Rostock. Moin! Neues Jahr, neues Glück, oder was? Ja, hoffentlich. Heimsieg muss kommen, Leute, fürs erste Heimspiel. Liams Freundin auch dabei. Man nennt sie Glücksbringer vielleicht. Was denkst du? Okay, unentschieden, erstes Mal im Ostseestadion. Ob das was wird? Unser stabiler Fahrer. Ja, eigentlich positiv. Ich denke mal 3-0. Oha, Alter. Es muss einfach mal der Knoten platzen. Ja, wir haben in dieser Saison noch nie 3 Tore geschossen, habe ich dir vorhin schon erzählt. Ja. Leute, wann Platz der Knoten? Alte Tradition, der Hansa-Trabi aus Wismar ist mal wieder da. Pünktlich angekommen, 2 Stunden vor Anpfiff. Ich werde mich jetzt noch mit meinem Cousin treffen. Ab zur Parkstraße. Wir sind noch gut dabei in der Zeit. Man mag es kaum glauben. Die Ruhe vorm Sturm, die Ruhe vorm Heimsieg.
Oder riecht ihr da auch etwas? Irgendwie sagt mir das mein Bauch. Sieht doch schön hier aus. Blau, weiß, rot. Und das ist das Geile, wenn du in Rostock bist. Du weißt direkt, welcher Verein hier zu Hause ist. Die legendäre blau-weiß-rote Treppe an der Haltestelle Parkstraße. Das sieht doch wirklich mega aus. Und wenn man Elversberg hört, dann denken wir natürlich alle an das Hinspiel. Was für ein historisches Comeback wir da hingelegt haben. In der 90. plus 11 das 1-1 erzielt und dann tatsächlich noch durch Perea, der zwei Tore in der Nachspielzeit, 90. plus 13, alle aus den Häuschen gewesen. Die Zeichen waren am Anfang der Saison noch ganz andere, wo wir oben standen in der Tabelle. Nun sind wir in der Realität angekommen. Aber Elversberg ist ein gutes Pflaster und wer weiß, ob uns heute wieder ein spektakulärer Sieg gelingen wird. Die Head-to-Head-Statistik spricht ja ebenfalls für uns. Drei Aufeinandertreffen gab es, dreimal haben wir gewonnen. Es gab noch kein Unentschieden und verloren haben wir ebenfalls noch nie. Okay, ein bisschen dreckig ist die Treppe schon, aber liegt an der Jahreszeit, Leute. Marke Legende. Hast du die noch nie gesehen? Nee, ja. heute drei. Also wenn heute keine drei Punkte kommen, dann kommen sie nie wieder. Nichts gegen Elversberg, aber irgendwann sollte man mal anfangen. Heute müssen wir. Also Kaiserslautern gestern 4-1 gewonnen. Ne? Die zeigen, wie man im Abstiegskampf agieren muss. Die holen zumindest auch neue Leute. Ne? Also wir haben einen Stürmer geholt. Mal schauen, vielleicht später heute. Ne? So aber wie Perea. Ne? Ja, genau. Ja, also das sind die gleichen Zeichen. Stimmt. So, Debüt stimmt. Und direkt Gudjonsson macht zwei Dinger rein. Ja. Wir gewinnen. Das wär's. Aber heute muss. Heute muss. Auf Unentschieden jeden. Reicht nicht. Rein in den Rewe. Ja. Nur hiermit kann man den Heimsieg beschwören. Ari, frohes Neues. Ja, weiß, wer das denkst du? Wir schießen Tor, aber nicht selber. Wo soll das herkommen? Achso, du meinst Eigentor. Ja, Hauptsache irgendwie gewinnen, ey. Mit einem dreckigen Sieg erstmal drei Punkte. Mehr ist heute nicht drin. Aber Harry ist unser Glücksbringer heute. Ja, ich hoffe es doch. Guck mal, das ist Harry, der Oldschooler. Alter. Alle Kontakte, die man braucht, habe ich damit. Ja. Und da kriegst du auch alle Ergebnisse rauf, ne? Ja, so wenn Hansa wieder gewinnt. Aber ja, dann wird dann ich jemand, der teilt mir das mit, wenn der weiß, ich kann nicht gucken. Stark. Wir machen jetzt ein Abstecher in den neuen Fanshop, Nordvorplatz. Ich bin gespannt. Hauptsache nicht absteigen. Mann, ey. Das wird wohl bestenfalls bis zum letzten Tag offen bleiben. Das ich glaube auch. Ne, richtig. Ich sag mal bestenfalls. Ja, hast du recht. Letztes Mal mussten wir den letzten Tag nicht mehr bibbern. Das Problem ist halt auch, die Mannschaften, die da unten stehen. So, das ist halt, wenn es wie in Wiesbaden wäre, so würde ich noch sagen, okay. Aber ja. Ausgerechnet Schalke und Kaiserslautern, ne? Ja. Elversberg müssen wir nach unten ziehen heute. Ja, richtig. Guckt euch das an, wie voll. Weiß nicht, ob wir in den Fanshop kommen, aber wir geben unser Bestes. Da müssen wir uns reinkämpfen, Alter. So, Marc. Oh, das sieht schön aus. Ja. Na, schick eingerichtet. DDR-Oberligameister. Die Legendentafel. Ja, Mann. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht einen Pulli oder so hole. Die für 39,90. Ich bin mir noch unschlüssig. Vielleicht beim nächsten Heimspiel. Müsst ihr mal reinschreiben. Feiert ihr mehr dunkelblau oder den grauen mit dem Hansa-Logo? Maschinen haben wir hier. Also wenn ich heute mal dann, ne? Ist so. Heute. Drei Punkte sind dran heute. Hansa straft euch, bitte. Wir wissen nicht wie, aber das. Ich hab wir wissen nicht wie. 0-0. Nordwest-Mecklenburger Fangruppe, ja. Leute. Möchte mal erwähnt werden. Genau. Marvin hat das alte Ergebnis getippt vom Hinspiel. 2-1, ja. Habe ich gesagt. Ja, Jörg hat getippt. 1-0. 1-0. 2-1. Ah, jetzt haben wir hier den. Tom. Und du sagst? 2-1 für Hansa. Genau. So, und hier haben wir? Lia. Dein Tipp? 2-1 für die anderen. Also für uns. Aber ich weiß, es wird schwer. Also Elversberg darf man nicht unterschätzen. Ja. Harry, viel Erfolg. Ich höre euch nachher brüllen. Den Aufkleber brauche ich. Rostocker, Osthocker, ausrasten im Sitzen. Pünktlich wie die Maurer. Definitiv. 40 Minuten vor Anpfiff. Das kennst du doch gar nicht mehr. Nee, das kenne ich nicht mehr. Alter, wie geht's? Alles super. Und bei dir? Wo ist Opa Hardy? Ja, kommt er vom Handball. Beim Handball. Ja. Deutschland. Ja. Hardy, wir müssen gleich mal grüßen, Hardy. Opa Hardy! Hey Hardy! Der ist einfach beim Handball. Na. Du musst zurückkommen. Ja, bring meine Handschuhe mit beim nächsten Spiel, Digga. So sieht's aus. Die Elversberger Auswärtsfans, auch motiviert. Respekt an jeden Auswärtsfahrer.
Man kann sie von der Hand abzählen, aber trotzdem für die weite Strecke, ne, da muss man auf jeden Fall den Hut ziehen. Eure Gemütslage? Schwierig. 3-1. Ja. Irgendwie das Ruder rumreißen? Ja, reicht auf jeden Fall. Aber ich glaube, 2-1. Neuer Rasen, das bedeutet Champions League Evo. Champions League Evo. Die können ja heute mal den Ball laufen lassen. Auf geht's, Hansa Kämpfen und Siegen! Elversberger Ausstellung, einmal schnell durchgehend. Schnellmacher, der torgefährlichste Mann. 5 Treffer, 4 Assists. Ansonsten Sickinger und wen kennt man da noch? Ich weiß gar nicht. Fellhauer, ja, das sind schon keine schlechten Jungs. Jäkel. Eins kann man sagen, Marc, wenn du dieses Stadionluft riechst, dann kommt doch so ein bisschen Euphorie. Man kriegt schon Bock, ja. Man hat schon Bock auf das Spiel. Oder unser Sitznachbar heute. Moin erstmal. Moin natürlich, hallo. Und dein Gefühl? Mäßig, sage ich mal so. Ich denke, wenn wir uns zusammenreißen, wird es was werden. Genau, wir lassen uns überraschen. Werden wir niemals, niemals untergehen. Jetzt geht's los. Wir sind neue Cheftrainer. Und das ist Zeli Begovic! Er ist zurück! Und zu Hause Nummer 1! Der Kapitän! Und das ist Marius! Volke! Das ist Damian! Rosbach! Hüsing! Ressel! Röger! Und das gute Erinnerungen an das Hinspiel hat! Unsere Nummer 18! Und das Kühl! Herrera! Rossi Ball! Van der Werf! Bachmann! Ziel! Sein Stammriss! Debüt im Ostseestadion! Aus der U23, die 37 und das ist Dennis! Lang! Ausstellung blende ich einmal ganz schnell ein. Das sieht nach Fünferkette aus. Lang zieht wahrscheinlich auf die Außenverteidigerposition. Rossi Pal links, Dreierkette in der Innenverteidigung. Wir spielen mit einem richtigen Stürmer, Perea. Ansonsten muss man einfach mal abwarten, wie wir in die Partie kommen. Direkt wach sein und dann geht hier was. Gut, Jonsson, wir wollen die Tore. Ja, kann jeder mal eine Chance geben. Kann man nicht nachvollziehen. Und wenn er eingewechselt wird, ist er immer gut. Verstehe ich nicht. Vielleicht kommt er rein, ich weiß es nicht. Ja. Egal, die Jungs werden es richten oder auch nicht. Leute, Angriff, Tore, Leidenschaft. Das ist unser Motto. Alles oder nichts. Hier spielt man auch Fußball mit Herz und nicht nur mit den Beinen. Ob in Freude oder im Schmerz, wir wollen Hansa und sonst keinen. Hansa forever und für ewig weiß, für immer und ewig und auch bei Windstärke 10. Wir halten zusammen, wir werden nicht los. Ja, jetzt erstmal direkt die Ecke. Leute, ihr wisst es. Bis zu 12 Minuten Stimmungsboykott von Elversberg ebenfalls. Und jetzt erstmal die Ecke. Komm, bring mal eine gute. Oh. Ihr wisst es, Proteste gegen die DFL. Irgendwas wollte ich noch sagen. Na ja, Captain Meisel geht vom Bord. Captain Meisel für die Sicherheit. Also, ja, auf der Reserve war immer stabil, wenn er reinkam. Wir wünschen alles Gute. Zweite Hälfte auf unser Tormarkt. Ja. Kann mal Glück bringen. Van der Werf spielt gerade Sechser. Ich glaube, ja, guck mal, das steht auf jeden Fall bei der Höhe. Alter, das ist ja taktische Finesse von Zeli Begovic. Was hat er sich einfallen lassen? Mal gucken, wie der sich so macht, ja. Das ist er gerade, ne, glaube ich. Oh, da ist er gerade. Aber hat er Pöger. Oh, ja, aber das war stark. Hüsing, ich sag doch Baumstamm. Ich versuche es wieder über die Außen. Aber Pröger, Alter. Ja, Junge. Eigentlich mal oben. Und tschüss. Hau ihn rein. Scheiße, Mann.
Aber genau so weiter. Warum pfeift der denn? Was war das? Keine Ahnung, abseits, keine Ahnung. Wir brauchen eine Zeitlupe. Ja. Oh, Albert! Bitte nicht. Oh. Aufwachen. Sichern jetzt. Der lange Ball. Oh! Gleich geht's los. Endlich Stimmung. Hoch, hoch, hoch. Nix. Unsere Liebe, unsere Farbe, blau-weiß und rot. Ey, nicht außerhalb des 16ers. Alter, Elversberg ist auch das Team mit den meisten Toren außerhalb des 16ers. Oha. Die Statistik füchse. Aber heute geht nichts. Das ist einfach zu wenig. Guck mal, wie die mit einem Pass sind sie durch. Oh mein Gott. Aber die hohen Bälle, jetzt geht er mal, komm! Außen! Rüger! Außen. Oh Mann, ey! Oh, wieder die Ecke, Mann! Wiesbaden führt 1-0. Mann, aber wir dürfen nicht auf andere schauen. Einfach mal selber ein Spiel gewinnen. Hey, Schiri! Nehmen wir mit den Freistoß. 25. Minute, eigentlich der richtige Zeitpunkt für eine Führung. Wer hat hier die Vuvuzela ausgepackt? Oh! Und? Hat er noch, Brüder. Der macht gutes Spiel. Und? Nicht schießen! Oh. Er hat's probiert. Wir nähern uns an. Ja, sieht langsam ein bisschen besser aus. Wir werden warm. Die werden warm. Schade. Das war aber gut. Das ist alles frei. Da ist alles frei. Nein. Boah, danke. Freunde kann niemand trennen. Gute Schuhe kann niemand trennen. Nein. Ein Glück kann Elversberg aus den Ecken nichts machen bisher. Aber die können wechseln, wie sie wollen da. Nein. Alter, der steht da so frei. Schenkt einmal im Strafraum völlig frei. Die können ohne dritten Ball anlassen. Vor allem, weil er den selber versaut. Ich dachte erst, der war einer dran. Rostock! Ja, jetzt gehen wir dann. Ja, wir laufen hinterher. Rostock! Boah, nee. Über die Außen, eine Flanke, keiner springt hoch. Es ist zum Kotzen. Hat sich so angedeutet, die ganze Zeit laufen wir hinterher. Er geht nicht einmal auf jenen Zweikampf. Blank können die Bälle annehmen. Der kann ganz in Ruhe nacken. Es gibt keine Rauf da. Es ist so die Wahl. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Direkt bitte den Ausgleich. Ja. Ja. Bitte. Schuss! Alter! Hand, Elmer! Nee, scheiße! Leute, Mann! Beim zweiten ist Knockout! Ja. Die nächste. Jetzt komm! Lauf doch mal ein bisschen! Was ein Feind zur Halbzeit! Komm, ey! Wow! Mehr als 1-0 hinten fällt mir dazu nicht mehr ein. Phasenweise haben wir es gut gemacht, ja, aber dann das muss man sagen, die letzten 15 Minuten waren gar nichts. Immer über die Außenrippe anfällig.
Elversberg hat es eiskalt ausgenutzt und natürlich unsere Schwächen erkannt. Wir brauchen neue Außenverteidiger. Das ist mein Fazit. Ich bin, also, ja, wollte eigentlich die Null mitnehmen zur Pause. Jetzt liegen wir wieder hinten und rennen wir am 1-0 hinterher. Die Frage ist, wie sollen wir Tore schießen? Vorne auch wieder gar nichts los. Ja, nicht ein Torschuss, ne? So. Hoffen und beten. Ja. Also. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wir wollen ja nicht sagen, dass Elversberg unverdient führt. Ne? Das geht in Ordnung. 2-1, einmal Kölner und dann einmal Kölner. 1-1. 1-1. Oh, schenkst du mir? Ja. Mit meinem Lieblingsspieler Enrico Kern. Du weißt Bescheid. Vielen, vielen Dank. Wenn das kein Glück bringt. Aber glaubst du, wir packen das noch? Ja? 2-1, Grüßen oder so? Ja. Die Klasse 2B, seid gegrüßt. Ey, bitte, Hansa, lass uns nicht hängen, Mann. Ich habe keinen Bock auf ein gebrauchtes Wochenende. Und ich meine, wir haben es ja im Hinspiel gesehen. Da haben wir auch eins zu hinten gelegen. Einfach die Scheiße drehen. Ist das so schwer? Ich weiß nicht. Weißt du, alleine ja, gegen klar, alle. Alleine das gegen alle. Wenn ich ein Tor machen kann, dass ich mal durchtanken kann. Ja. Stark! Kein Foul! Alter! 60. Mark. Frühling kommt jetzt. Ja. Erste Auswechslung. Wo ist Kühler? Warte immer noch auf Kühler. Ich warte auf ein Tor. Bitter. Mann, oh, der kriegt den, ne? Der kriegt den, ah. Oh, danke. Sie. Ja, stark. Einwurf. Wir sind in Mara F. C. Ja, schön. Jetzt. Schön. Aber sowas brauchen wir! Die Murmel rutscht rein! Boah! Eins noch! Das reicht nicht! Das reicht nicht! Das reicht nicht! Dennis Dresser! Oh! 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 FCA! Oh! Oh! FCA! Die Nummer 6! Das ist Dennis Dresser!
schön wär's. Ja, schön wär's. Boah, hat er einen einzigen Stürmer rausgenommen. Hat er einen einzigen Stürmer rausgenommen? Ja, ja. Ey, Mann, aufpassen! Nein, nein, nein! Nein! Oh. Oh. Nein. Volker! Ja! Scheiße! Das haben wir mal gebraucht. Ganz abgespecktes Ding. Einfach mal raufziehen, Presse. Stabile Sache. Ganz wichtig. Und wir holen das noch. Ja. Wir holen das jetzt. Ey, nee, das hat die gar nicht gejuckt. Volker! Hinten stabil stehen, bitte! Nein! Los! Alter! Was ist das? Himmel weg! 15 Minuten kämpfen und irgendwie 2-1 machen. Und spielen. Und spielen. Boah, ey, wie beim Handball spielen die da. Nein, er rutscht durch! Hau die Pille rein zum 2-1 und wir rasten hier komplett aus. Nein, nein. Röger, aber auch ein Tier, ne? Hin und her, hin und her. 85. Minute. Alles reinwerfen. Da geht noch was. Mein Gefühl sagt mir, heute gehen wir mit 3 Punkten nach Hause. Merkt euch das. 11-2 eng. Boah. Ey, was, Berg spielt gut, keine Frage. Aber vielleicht gelingt uns ein glücklicher Treffer. Scheiße. Volker, Volker. Und ab geht's. Ab, ab. Ingelsson, muss einer laufen. Schön, schön. Und die Blöcke. Nein. Nein! Alter! Ja, nimm den! Ja? Was? Nee, nee, nee. Mein Herz wieder ist kurz stehen geblieben. Kurz stehen geblieben. Ja, meins auch. Irgendwie rein! Das wäre nicht immer. 10! Hansa! Und? Und? Oh Mann, ey. 10! Hansa! Ding hin! Schön! Oh, ja, Bayer! Und Schuss! Nein! Hat wer! Ja! Ja! Eber! Ja! Aber der Handspiel! Handspiel! Aber Hand ist Hand, Hand ist ja, Hand. Aber er muss doch erst noch rein. Er muss erst rein. Ey, 2-1, Alter. Die drehen das jetzt, guck. Der war heute vorne wie ein überall. Der macht den so rein, der haut den in die Masche. Rote Karte! Wenn er drin gewesen wäre, dann wäre er drin gewesen. Ja, ja, das haben wir ganz genau gesehen. So geht das nicht. Ganz los, okay? Hey! Ein Sieg in 10 Spielen und er kann es entscheiden. Er kann es jetzt entscheiden. Komm, Marc! Der macht den. Ja. Komm! Gestern aus der Kurs 0
Dein Ergebnis ist nicht mehr richtig. 2-1, mein Tipp. Ah ja, wir gewinnen das. FC Hansa. Mark, Alter. Ich hab's doch eben noch gesagt, vor 5 Minuten. So eine Big Point. Das ist eine Nummer hier, ja. Ich weiß wirklich nicht, wie wir das hier heute geholt haben. Ja. Elversberg hat's gut gemacht, aber ja. Egal, nein. Scheiß drauf. Voll irre Nummer. Hey, Mann, die sind immer noch dran. Steht da hinten schon wieder. Ja, scheiße. Nein. Ja, daneben. Oh, ey. Stadion. Ich zitter am ganzen Körper. Eckfahne, Eckfahne. Jetzt hätten wir Meise für die Sicherheit gebraucht. Achterkette. Komm. Ja, Eckfahne, genau. Oh, scheiße. Ja! Und da ist es. Ja. 2-1. Ist das wichtig, Alter? Ganz, ganz wichtig. Ist das wichtig? Boah. Kai... Keine Ahnung. 2-1. Elversberg. Die können wir. Immer wieder. Comeback gegen Elversberg. Ich habe keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Aber scheißegal. Da fragt keiner mehr nach, Alter. Ist mir so wurscht, Alter. Heimsieg. Dafür lebt man. Ja. Das war Wahnsinn. Eddie, Junge. 2-1 Heimsieg. Wen möchtest du grüßen? Meine Mama. Und Flo. Und Kröger macht das Spiel seines Lebens heute. Endlich, ja. Haben wir ihm alle oder gönnen wir ihm alle, ne? Olli. Olli. Gute Besserung. Gute Besserung. Beim nächsten Mal bist du wieder dabei. Danke. Und dann holen wir den nächsten Dreier. 1965. Und was sagst du? Was? Geiles Spiel. Ja. Ja. Haben wir gebraucht. Ja, genau. Solange noch Punkte zu vergeben sind, wir geben nicht auf. Darauf ein schönes Bierchen. Deswegen. Lass dir schmecken. Stark. Mehr wollen wir noch gar nicht. Einfach 3 Punkte. Einfach 3 Punkte. Jawohl. Endlich mal entspannt nach Hause fahren. Geile Sache. Danke, Hansa. Ja, so sieht's aus. 3 Punkte, Bierchen. Ja, so sieht's aus. Ne? Muss rein. Was für ein wilder Ripp. Leute, kennt ihr noch hier? Auswärtsfahrer. Und nächste Woche wieder dabei. Ja, Hannover, alle nach Hannover. Hey, was ein Spiel, oder? Ja, nicht verdient, aber... Nee, aber so wichtig halt für die Moral. Ja, Selbstvertrauen. Zuallererst, schreibt gerne mal rein, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich weiß, da ist noch eine Menge Luft nach oben, was das Spielerische angeht. Trotzdem bin ich sowas von erleichtert. Die Erlösung. 3 Punkte in unserem Ostseestadion. Ostseefußball war das Ganze nicht. Will ich auch gar nicht abstreiten, dass da eine Menge Glück im Spiel war heute. Wer weiß, so ein Sieg kann Kräfte freisetzen fürs Selbstbewusstsein. Ganz, ganz wichtig. Nächste Woche wartet Hannover 96 auf uns. Viele schreiben schon rein, ey... Mann, ihr hättet eigentlich verlieren müssen. Der Schiri war nur auf eurer Seite. Das war ein glasklares 2-0. Habe ich nicht im Stadion gesehen. Logisch. Aber sind wir mal ehrlich. Wie viel Scheiße mussten wir schon fressen? Und da hat der Schiri gegen uns gepfiffen. In den anderen Spielen wurden benachteiligt. Deswegen Schiri bester Mann. Nein, Spaß beiseite. Wir nehmen die 3 Punkte mit. Und in 2 Wochen... juckt das eh keinen mehr. Dennoch muss ich sagen, war uns Elversberg komplett überlegen. Die hätten schon deutlich früher den Sack zumachen können müssen, aber es eben nicht hinbekommen. Auf jeden Fall hat es für mich so gewirkt,
dass wir zurück zu den Wurzeln gelangt sind in dieser Partie. Immer hoch und weit und dann mit Glück vielleicht mal zum Torerfolg kommen. Das kann in den nächsten Spielen nicht zum Erfolg führen, bin ich mir eigentlich sicher. Andere Gegner werden das eiskalt ausnutzen, bestrafen. Über die Außen sahen wir sehr, sehr schlecht aus. Und ich würde mir wünschen, wenn wir dort noch Verstärkung holen. Das haben wir hier perfekt gesehen, was uns fehlt. Ein Außenverteidiger, der ein wenig Stabilität reinbringt. Pröger, Man of the Match, wie der geackert hat. Gefühlt den zweiten Rechtsverteidiger gegeben. Also, einmal durchatmen. Die drei Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Der dreckige Arbeitssieg ist da. Und genauso konzentriert weiterarbeiten mit vielleicht noch mal ein bisschen mehr Feingefühl und Durchschlagskraft in der Offensive. Das Passspiel muss besser werden. Die Spielidee konnte ich nicht genau erkennen. Wünschen wir den Elversbergern alles Gute. Wenn die weiter so sich präsentieren, bin ich mir sicher, steigen die nicht ab. In dieser verrückten zweiten Liga ist sowieso alles möglich. Jeder kann jeden schlagen. Es ist noch ein langer, schwieriger Weg, aber gemeinsam packen wir das Ziel, Klassenerhalt. Ja, schreibt gerne alles rein. Ich bedanke mich für jeden dicken Daumen nach oben und dann bleiben wir stabil. Nächste Woche will ich euch alle in Hannover sehen. Wer Zeit hat, wer kommen kann, unterstützt die Jungs und dann geht's weiter. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.